Video wird Ihnen der vielfache Senioren-, Welt- und Europameister Dr. Herbert Neubauer verschiedene Schlagtechniken mit langen und kurzen Noppen vorführen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Die ersten Übungen werden mit Bastian Steger, zweimaliger Vize-Europameister mit der deutschen Mannschaft und mehrfacher deutscher Meister, vorgeführt. Zuerst einige Ausschnitte mit Bastian aus der Bundesliga sowie bei internationalen Meisterschaften. Hi. Beim Konterball mit glatten, langen Noppen muss das Schlägerblatt relativ offen geführt werden. Außerdem sollte der Ball möglichst am Kopf des Schlägers und direkt nach dem Aufsprung getroffen werden. Bei dieser Schlagtechnik sollte der Ball durch eine schnelle Handgelenks- und Unterarmbewegung seitlich getroffen und beschleunigt werden. Das Schlägerblatt muss hierfür ebenfalls relativ offen gehalten und der Ball nach vorne beschleunigt werden. Thank you.
Bei dieser Technik wird der Ball mit dem Handgelenk durch eine kurze und schnelle Bewegung beschleunigt. Es werden nun alle Techniken zum Angriff auf Schupfbälle gezeigt. Offensivmöglichkeiten auf Unterschnitt durch Liften, Druckschupf und seitlichem Angriffsschlag. Bei diesem speziellen Blockball handelt es sich um eine einzigartige Schlagtechnik. Der Schläger wird im Moment des Ballkontaktes etwas zurückgezogen, um eine maximale Spinumkehr und eine sehr kurze Ballflugbahn zu erreichen. Das Handgelenk sollte dabei locker bleiben. Ein gegnerischer Topspin kann auch durch eine Art Abhaken am Tisch retourniert werden. Hierbei muss der Schläger schnell von oben nach unten geführt werden. Thank you.
Nun die klassische Abwehr mit glatten langen Noppen auf der Vorhand. Der Ball wird beim Abwehrschlag nicht nur geführt, sondern durch ein schnelles Abhacken wird sehr viel Unterschnitt zurückgespielt. Auch mit glatten langen Noppen kann sehr effektiv auf hohe Bälle geschossen werden. Hierbei muss die Schlägerhaltung offen sein. Hohe Bälle können auch, wie hier vorgeführt, durch einen Schnittschuss mit langen Noppen abgehackt und dadurch beschleunigt werden. Diese Bälle sind sehr schwer zu retournieren. Dynamischer Konterball und insbesondere Schuss durch explosive Beschleunigung aus dem Unterarm mit kurzen Noppen.
Auf gegnerische Topspin-Bälle kann durch Handgelenk- und Unterarmeinsatz mit kurzen Noppen aggressiv geblockt werden. Beim Schuss auf Topspin kann ebenfalls durch Handgelenk- und Unterarmeinsatz eine enorme Beschleunigung erzielt werden. Diese Technik ist eine Alternative zum Schlägerdrehen während des Ballwechsels. Durch einen kleinen Haken auf der Rückseite des Schlägers kann abwechselnd mit beiden Seiten des Schlägers gespielt werden, ohne drehen zu müssen. Hierzu wird der Schläger nur noch mit Daumen und Zeigefinger gehalten und der Schlägerkopf nach unten geneigt. Dadurch wird das Spiel variabler und gefährlicher.